Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und heute gibt's IS-3, einer meiner Lieblingstanks, jedem zum Empfehlen. Und zwei Runden mit dem T-18, einmal mit der Trollgun und einmal mit der normalen Gun. Und ja, also ist eine XL-Folge. Ne? XXL wären ja dann vier Gefechte, jetzt bekommt er drei Gefechte. Und ich muss sagen, T-18, feines Gerät. Und an dieser Stelle, wie immer, ganz viel Spaß mit diesem Let's Play. So, auf geht's mit dem IS-3. Habe ich Konfrontation erwischt auf der Steppe gegen die Deutschen. Die Deutschen haben vier Löwe, ein Panther, zwei Ferdinand, Räumerwagen und ja, dort sind die ganzen Achter. Dann Siebener, keine Arti. Ich frage mich um Konfrontation wirklich, ob es da Artis gibt oder nicht. So, das sieht schon mal gut aus. Wir haben so ein bisschen mehr Mischmasch. Aber drei Löwen? Mein lieber Mann, ey. 3300 Gefechte mit dem Ding. Boah. Konfrontation. Oh, wir haben keinen dort in der Nische stehen. Und hier sind jetzt auch nicht so viele. Na gut, KV-4 ist noch gut, dass der noch kommt. Wow. Aber das gefällt mir nicht, dass wenn ich da drauf drücke, dass der dann immer so... Eieiei. Schade, dann hätte ich gern zerhämmert. Ah, oh, schade, 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 schade. Da war kein präziser Schuss. Ja, da drüber zu fahren ist irgendwie... beim Löwe oder sonst wie nicht so effektiv, wie er denkt. Oh, drüber gesammelt! Das gibt's doch nicht! Das wäre mein Kill gewesen. Darf nicht wasen, ey. Darf nicht wasen. Er kommt noch raus, oder nicht? Oh, 436, geil! Komm, deine Hämmerer mal jetzt weg, die haben nichts mehr. Jawoll! Oh, Ferdinand. Gut, der kriegt mich aber so jetzt nicht. Räumerwagen. Aber nicht ganz so easy. Civil 6, das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ich habe nur noch 5 normale Mümpeln.
Jawohl. Schönes Ding, schönes Ding. Oh, die Fahr die ausnocken. Oh, ES3 macht so Bock, ey. Oh. Boah, 477 habt ihr mir noch hingeprügelt. Das ist noch ein Tiger 1, müssen wir aufpassen. Ach, das gibt's doch nicht. Wir sind bewegungsunfähig. Das gibt's doch nicht. Ich wollte eine zweite Mal abfackeln, hat aber nicht geklappt. Wahrscheinlich automatisches Feuerlöschsystem. So. Überlegenheitszeichen, erster Klasse, Großkaliber und Unterstützer gemacht. 87,5%. Trefferquote, das freut mich, das ist schön ist das. So, wir haben 4921 Schaden gemacht, 2 Abschüsse, 1217 Erfahrung, der andere IS-3 hat auch über 3000 Schaden, sehr schön. Gegnern eigentlich auch, ja, haben 2, 3, 4 Leute über 2000 Schaden, ist eigentlich, also fand die Schießerei eigentlich ganz ordentlich, hat Spaß gemacht, am Schluss noch ein bisschen spannend jetzt gewesen. Und, jo, gucken wir mal an, was wir hier rausgetan haben. So, Schüsse abgegeben, 16. 4921 Schaden, potenziell erhalten, 3400. Das heißt, schon 12 Treffer erhalten. Das ist gut, das ist sehr gut. So, mit Premium-Account und allen Abzügen habe ich hier 48.700 Credits. Und ohne Premium-Account immerhin, ne, 25.000 Credits im Plus. Also, wie gesagt, IS-3 ist einer absolut meiner Lieblingstanks. Ich habe eine zwar noch nicht gemeistert, weil es, ja, bin ich mal gespannt, ob ich das auch irgendwann mal schaffe. Werde dort drin aber deine Panzer definitiv noch weiter ausbauen, auch die Mannschaft. Ich habe zurzeit einen Ansetzer drin und einen Waffenrichtantrieb. Der hat, glaube ich, da rumgelegen. Ich weiß gar nicht, was ich denn drin habe. Und ich mache auf jeden Fall eine verbesserte Lüftung rein, wenn ich mal noch ein bisschen mehr Kohle habe. Weil den spiele ich jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall öfters. Und dann mal gucken, was ich noch reinmache. Also bin immer überlegen, ob ich eventuell Stabi reinmachen sollte, weil ich mit dem auch viel vor- und zurückfahre und dann auch schieße. Oder doch die schwere Splitterschutzbeschichtung, weil immerhin 30% Explosions- und Rammschadenverbesserung und Besatzungsschutz vor Verletzungen. Ja. Weiß ich noch nicht. Entspiegelte Optik wird mich auch reizen, obwohl er eigentlich ein schwerer Tank ist. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was bringt. Als Skill habe ich zurzeit die Reparatur und der Kommandant Mentor. Der bekommt auf jeden Fall einen sechsten Sinn und dann Reparatur. Und da mal gucken. Und ich kann den Panzer wirklich jedem empfehlen. Teamgefechte sehr gut geeignet. Und so für zu farmen finde ich ihn eigentlich auch ganz okay. Ne? Macht unheimlich Spaß. Er war jetzt sehr treffsicher, muss ich dazu sagen. Also es ist normalerweise fette Gun und nicht so, normalerweise würde ich das mal sagen, ja, habe ich nicht so viel Klick mit deinen Treffer. Deswegen war das doch eine sehr schöne Runde, viel getroffen und ja, ist ein Panzer, den würde ich definitiv empfehlen.
100%, denn dann müsst ihr auch behalten. Werde ich auf jeden Fall, wenn ihr eine habt, voll ausgebaut, nicht abgeben. Lohnt sich auch eine sehr gute Mannschaft dann drin rein zu skillen. Und ja, gibt es eigentlich, denken wir mal, jeder, der noch mal gespielt hat, weiß, wie gut er ist. Kommt eigentlich fast jeder damit zurecht. Ist ein Allround-Talent, meiner Meinung nach. Hat eine relativ gute Gun. Trifft halt nicht immer so, macht aber Monster Schaden, guter Durchschlag. Am Turm prallt sau viel ab und am Panzer an sich prallt sehr viel ab. Ihr seht ja die Form hier, ne? Dieses Angewinkelte und alles abgerundet und sehr geil. Also wie gesagt, mit dem Panzer macht er auf jeden Fall nichts verkehrt, gehört in jede Garage. Meine Meinung. So, meine Lieben, ich habe mir mal eine T18 gekauft. Da hat er mir ewig in den Ohren gelegen, damit dass ich mir endlich mal kaufen soll. Da habe ich bisher nicht gespielt und habe auch so komplett ausgerüstet. Muss nur noch gucken, welche Gun ich am besten spiele. Ich habe die HEMO ausprobiert und war also sehr viel daneben geballert. Ich habe die ganze Zeit Maps gehabt. Hier hätte ich es jetzt können gebrauchen. Und jetzt habe ich mal die andere Gun drauf gemacht, die eher für die Distanz geeignet ist. Und bin mal gespannt. Konfrontation. Wohlig. Geil, ey, die Dauerwaffe ist ja cool. Aimt doch noch relativ schnell ein, nicht so wie die andere. Schade. Schön. Ah, die Waffe finde ich jetzt gerade irgendwie besser als die andere. Hoho! Das ist ja fett! 13,4. Brumm! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Wäsch gerammt! Was soll denn der Scheiß? Bist du wieder ein bisschen doof hier oder was? Yeah! Hui, der hat Spaß gemacht! Na, der andere da, der war ein bisschen. Hat nicht so gefallen, hä? So, wir haben Überlegenheitsabzeichen 2. Klasse, Richtschütze und Panzerbrecher. Also, die Gun war auf jeden Fall mal. Die hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich probiere mal noch, wenn es klappt. Ich eine halbwegs schöne Runde noch habe mit HE-Munition, glaube ich, schiebe ich noch gerade so eine Runde nach im LP. So, wir haben 499 Schaden, 594 Erfahrung, stehen dort damit auf dem 2. Platz. Warum hat der... Achso, der hat mehr... Ja, wahrscheinlich einen Kill mehr.
Das war der 8, glaube ich, ne? Ja. Was hat er hier noch, Grit? Nerven aus Stahl. Sehr schön. So, 20 Schuss. Was habe ich eigentlich für Trefferquote? 65%. So, Han mit Premium-Account 11.200 Credits und ohne Premium-Account 7.300 Credits. Und man sieht halt dort die zwei unterschiedliche Guns. Die andere, das ist eher so eine Trollgun, kann man sagen. Die probiere ich dann mal als nächstes aus. So, mein Lieben, ich spiele mal den T18. Den habt ihr mir die ganze Zeit so ein bisschen in der Ohre gequengelt, den mal zu kaufen und mal auszuprobieren. Mache ich dann hier an der Stelle, ich habe diese HE-Gun drauf, die Haubitzer. Und spiele auf Malinovka gegen Tier 3 Tanks. Oh, Artis noch dabei. Und ein paar Stat-Pusher dabei. Bin ich jetzt auch ein Stat-Pusher? Gehe ich jetzt auch zur Elite? Ich finde irgendwie meinen Anstrich ein bisschen seltsam. Das muss wehtun. Treffe ich ja so nicht. Komm ich nicht durch, oder? Krieg ich nicht eingeaimt. Scheiße! Oh, leck. Durchs Löschlein geschossen. Bam! Bam! Ey, die geil, das Ding macht ja richtig Bock, ey. Macht's immer bam, bam! Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was steht hier. Ah, scheiße, da komme ich so nicht mehr ran. Na, weil ich aber ein bisschen aufpasse. Scheiße. Wir haben sie böse erwischt. Oh. Haben wir gewonnen? Ey, T18 ist ja ein übler Prügler. Ey, der hat Spaß gemacht. So, Überlegenheitsabzeichen. Dritter Klasse Runde Sensenmann.
Naja, 428 Schaden, 400 Silber Erfahrung. 17 Schuss, 428 Schaden, wie gesagt. Und mit Premium 8300 Credits und ohne Premium 5200 Credits. So, dann denke ich mal. Das LP fertig. Ja, mache ich die zwei Dinger davor. Also, ich mache immer so ein separates Video. Wenn das doch jetzt eine weitaus bessere Runde gewesen wäre, hätte ich sie allein gebracht. Deswegen war die Ansage am Anfang ein bisschen anders da. Und ja, also, ich finde beide ganz irgendwie ganz. Obwohl, die andere macht mir irgendwie mehr Spaß. Die, glaube, die benutze ich eher. Ne? 80 Schuss und 2 Sekunden Nachladezeit. Gar nicht so übel, muss ich sagen. Verbesserter Waffenrichtantrieb wäre gar nicht, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Muss ich mal aufschreiben. Wenn es mal günstiger ist, vielleicht mache ich es darin. Also, er macht auf jeden Fall Spaß. Hab da mal einen guten Tank empfohlen. Den habe ich nämlich übersprungen, wie ich die, glaube ich mal. Oder? Jo, den habe ich jetzt eh schon mal gespielt. So, dann ist hier offiziell wieder dann Fini. Wie gesagt, wenn euch das LP gefallen hat, dann auf jeden Fall könnt ihr das Video bewerten, ein nettes Kommentar hinterlassen und auch Wünsche, welche Panzer ich weiterspielen soll. Und sonst wie, ihr seht ja, ich kaufe immer, gucke immer, dass ich ein bisschen eure Wünsche erfüllen kann, wenn möglich oder wenn ich auch Bock auf die Tanks habe. Der Dor war jetzt ziemlich günstig und ja, macht auf jeden Fall Bock. Genau. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, mein Lieben, dann kommen wir zum gemütlichen Teil. Freue ich mich jetzt mittlerweile immer. Und haben wir nochmal zwei Fragen rausgepickt, wo wir jetzt nicht so viel mit WoT zu tun haben. Und ja, vom Alex2104. Hey Broken, wie findest du Minecraft? Also Minecraft, muss ich sagen, ich finde das Spiel absolut geil. Ich hatte es, wie es rauskommt, ist relativ früh mir geholt. Muss aber allerdings dazu sagen, ich bin echt scheiße in dem Game, ne? Und absolut beschissen baue ich. Ich habe da keine Ahnung, keine Fantasie oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kriege da Respekt vor den Leuten, die wirklich so riesen Geschichten bauen. Und das macht schon Bock. So, und wie bist du auf die Zahl 2568 gekommen? Ganz einfache Geschichte. Mein Geburtsdatum ist 25.06.80. Und die 0 lassen wir einfach weg, das wäre 2568. Hat sich irgendwann so eingebürgert. Früher hatte ich Broken Arrow mich immer genannt. Aber der Name ist eigentlich überall weg. Und Broken 2568 hat sich, das habe ich schon seit, Gott, mindestens bald 10 Jahre, wo ich den Namen so benutze. Ne? Und deswegen habe ich ihn auch als YouTube-Name genommen. Ja, hoffe, die Frage ist auch damit beantwortet. Und viel Spaß noch. So. Dann der Davidov 223. So, erstmal hat er mal ein Lob geschrieben für meine Videos. Vielen Dank. Und könntest du mal so eine Community-Chat machen, so wie den Treffpunkt, nur dass er einmal in der Woche oder so auf ist und dann nur so Fragen stellen oder was du so spielen sollst. Fand die Frage eigentlich ganz witzig. Und habe ich mir schon öfters mal drüber nachgedacht, so im TS oder sonst wie, ach mal so 2-3 Leute einladen und dann mal vielleicht so eine kleine, bisschen Beschnuppernrunde oder ne, wo man Fragen stellen kann, ein extra Channel dafür aufmachen. Könnt, ja, im Treffpunkt ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel, stimmt. Ich denke mir einfach, ihr könnt ja mal so ein paar Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr da machen würdet, weiß nicht, MTS mal treffen oder wirklich mal so ein eigener Community-Treff, wo man dann halt wo ein bisschen rumchatten. Ja, also ich denke mal, ihr wisst, was er meint, dass man so ein bisschen Kontakt mehr hat mit irgendeinem Chat oder so. Könnt ihr mal eure Ideen hier mal in die Kommentare zimmern. Okay!